Servus, hier wieder euer Dreamer von Dreamer Bushcraft und ich darf euch zum, ich glaube, sechsten Teil von Pilze versus Abfall begrüßen. Und heute gibt's mal einen schönen Marathon. Ich habe heute nämlich richtig Zeit mitgebracht. Es hat die letzten zwei, drei Tage immer ein bisschen geregnet, es ist noch warm. Ich würde, wenn ich die Wahl hätte, gerne noch ein, zwei Tage länger warten, bis ich auf Suche gehe. Aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Deswegen bin ich heute mit euch unterwegs. Und ich habe mir mal 4, 5 Stellen ausgesucht, wo ich noch nicht war oder vor ein paar Jahren das letzte Mal war. Und da die Bedingungen ganz gut sind. Und wenn ihr so im Hintergrund seht, das ist alles richtig schön saftig. Da, ja, los geht's. Wir hoffen natürlich wieder, dass die Pilze den Abfall aufwiegen können und schlagen. Ich habe immer noch ein leichtes Trauma von Teil 4. Das war echt richtige Scheiße. Und ging ja aber alles noch gut aus, in Anführungszeichen. Konnten alles regeln, aber jetzt nicht mehr lang schnacken. Jetzt geht's los, direkt nach dem Intro. Jetzt knapp. Was ich sagen wollte, ist ein richtig schöner Wald, wirkt sehr gesund, schön Unterholz, alles gut, nur leider die Pilze sind noch ausgeblieben. Ist aber nicht schlimm, bin noch nicht lang unterwegs und halte mich jetzt mal so ein bisschen, hier gibt es auch immer wieder so Senken. Ich kenne das aus anderen Teilen, da fließt mehr Wasser, da hält sich das Moos, also auch die Feuchtigkeit, und dann kann man meiner Erfahrung nach früher oder später schon Pilze erwarten. Daher bin ich auf jeden Fall guter Dinge und wir lassen uns jetzt einfach noch ein bisschen treiben. Der nächste Kandidat, der hier rausspitzt. Ja. Recht sicher, ich bin mir jetzt doch mal das Pilzbüchlein auf Anhieb gleich die Seite gefunden. Wie gesagt, ich habe jetzt in den letzten Wochen Täublinge des Öfteren mal gewälzt. Vor allem in diesem Buch, weil ich das bisher am besten finde. Jetzt guckt es euch mal an. Ich mag ihn jetzt nicht rausmachen, aber ja, ist schon ein Täubling. Und geschwankt wäre ich zwischen dem und dem, wobei ich glaube, wir graben mal ein bisschen aus. Er ist am Stiel weiß, also nicht so rötlich wie hier der Bluttäubling. Jetzt können wir mal gucken, was denn so die Merkmale wären, damit wir uns der Bestimmung noch etwas annähern. Geschmack mild nach Bleistift, Spornpulver satt, Cremefarben, Verbreitung in Europa häufig. Jo, können wir bestätigen. Der bleistiftartige Geschmack fehlt dem rosa Täubling. Jetzt haben wir doch einen rosa Täubling. Ja. Also einer ist es auf jeden Fall von den genannten. Der wird es jetzt nicht sein. Der passt jetzt nicht in die Bestimmung. Finde ich. Aber falls ihr mir da weiterhelfen könnt, haut es in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid. Ich habe mich jetzt nochmal für einen kleinen Taktikwechsel entschieden, und zwar wieder zurück auf den Weg zu gehen, anstatt random durch den Wald zu laufen, was ich schon lieber mache, aber der Effektivität halber laufe ich jetzt noch mal ein bisschen was auf dem Weg. Da hat man einfach einen besseren Überblick, und mein Ziel ist ja, so größere Grünflächen zu spotten, wo schön viel Moos wächst, und das ist vom Weg aus
etwas einfacher. Jetzt habe ich da hinten aber schon was gesehen. Da müssen wir jetzt mal kurz hingucken. So, einmal hopp. Ich hoffe auf Semmelstoppel. Und bin mir eigentlich recht sicher, dass ich recht behalten werde. Oder? Tada. Ich meine jetzt nicht die Spinne, sondern die Stoppelchen. Das ist ein Semmelstoppelpilz. Die wachsen hier wieder schön in Reihe und Glied in einem kleinen Hexenkreis. Die besten habe ich mir rausgeklaut. Der Rest darf stehen bleiben, da wir heute noch ein paar andere Waldstückchen besuchen. Bin ich natürlich guter Hoffnung, dass wir noch mehr finden. Da ist auch noch ein leider durcher, aber richtig großer gewesen. So, ich glaube, das soll ich als Thumbnail nehmen. Schön, wie die Schnecke da rausgrinst. So. Mein Adlerauge sieht natürlich nicht nur Pilze, die vergammelt sind, sondern auch Flaschen, die zerschlagen sind. Und was gab's da Leckeres? Keine Ahnung. Mal alles mitnehmen. So. Also aktuell würde ich sagen, die paar Scherben und das komische Gummiding hier gegen ein paar Semmelstoppel. Ja, sagen wir mal, es ist gerade noch so unentschieden. Die Pilze können noch gewinnen. Ich bin guter Dinge diesmal. Ich bin wirklich guter Dinge. Da ist Abfall. Verdammte Scheiße, Alter. Sorry. Den klassischen Emaille-Eimer-Topf, der sich schon ziemlich gut integriert hat. Der liegt da schon mindestens 7 Tage. Das sind sogar aufgespießt. Die wollte, glaube ich, jemand trocknen und hat sie dann einfach vergessen. Ja. Die haben jetzt für immer Feierabend. Ihr habt gesehen, es kam doch noch leider unerwartet was dazu. Und die Krönung. Jetzt haben wir noch die scheiß Kippenstummel auf. Grüße gehen da auch raus an Robert Mark Lehmann und an die Aktion Kippenstummeln sammeln. Die Aktion ist schon längst rum, wenn dieses Video rauskommt, aber trotzdem. Weg damit. Ich war dafür selber mal 15 Jahre lang Raucher. Trotzdem habe ich es geschafft, meine Kippenstummel mitzunehmen. Und als kleine Belohnung von Mutter Natur und Karma, als ich die Kippen aufgesammelt habe, ich diese kleine Rauche gesehen. Wenn ihr wisst, was das für eine ist und was daraus wird, gerne mal in die Kommentare.
So, angekommen am zweiten Spot unseres Pilze versus Abfallmarathons. Ich musste mich mal ein bisschen leichter kleiden, daher das andere Outfit. Und wir haben jetzt noch einen kleinen Fußweg vor uns. Da vorne ist schon der Wald, da tauchen wir dann ein. Dann kommt, wie beschrieben, erstmal so ein bisschen Eichenwald und danach treffen wir auf den Zielpunkt, nämlich den Nadelwald. Und ich hoffe, dass da was geht. Wieder. Was ist denn hier los? Ja, da schau, oh, was bist du denn? Er ist schon ziemlich locker. Also schon ziemlich locker. Okay. Wie man sieht, auf jeden Fall ein Milchling. Ich weiß jetzt gerade gar nicht welcher. Er ist auf jeden Fall ziemlich empfindlich, was Verletzungen angeht. Da wir hier eh nochmal vorbeikommen, lasse ich den nochmal stehen und schaue nachher nochmal, weil ich bin gerade mega heiß, in diesen Wald einzutauchen. Da sind wir. Hier geht's los. Mal schauen, ob es das hält, was es verspricht. Ich habe mir schon einen richtig schönen Pilz. Da muss ich nochmal nachschauen. Gleich am Anfang, und hier sehe ich auch schon wieder mehrere. Hier ist auch schon ein bisschen feuchter. Ja, das könnten die Reste vom Schirmling sein. Ja, lass mal eintauchen. Mitnehmen, aber schon mal besser als gar kein Fund bezüglich Zielpilzen. Der nächste Senior. Der ist auch schon. Der ist gut. Der ist gut. Der kommt jetzt ab ins Körbchen. Und da sehe ich den nächsten. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Eine schöne kleine Gabe für die Pfanne. Da ist der nächste. Und nochmal der nächste. Die sehen doch noch brauchbar aus, oder? Wir schauen es uns mal an. Auf jeden Fall schon gute Größe. Ich mag sie gern. Kleiner, ihr seht, die Maden, Pilzmaden sind am Start, auch das Bläuende. Keine Sorge, macht nichts, aber den lassen wir da. Schauen wir uns den Kameraden an. Ungefähr dieselbe Größe, wir hoffen, dass er nicht so zusammengelutscht ist. Ja, ein bisschen besser, der kommt ins Körbchen. Und dann haben wir da noch einen. Liegt schon zu unseren Füßen. Oh ne, der ist durch. Zu viele Maden. Lassen wir gleich da, weil für so ein Zentimeterchen Pilz den mit nach Hause schleppen, hat er, glaube ich, mehr Nutzen. Aber die zwei sind okay. Weiter geht's. So, hier unten haben wir den einen.
Naja, das sieht von der Seite schon nicht mehr so super geil aus. Nee. Ihr seht Löcher und zerfressen noch ein Löcher direkt neben dem Liegeplatz. Einem Stück Wild. Und da hat sich noch einer versteckt. Ich habe ihn aber trotzdem gesehen. Gucken wir mal nach. Ja, er schneidet sich schon stabiler. Mal gucken. Ja. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Da vorne sehen wir einen alten Parasol-Opa, der die Fühler schon gen Himmel streckt und hier ein bisschen das Vogelbad mimt und der Hut schon ganz nach oben gewölbt ist, dass er Wasser sammelt. Auch hier seht ihr wieder die Manschette, die beweglich ist. So, der erste Fetzenabfall in diesem Waldstückchen. Am zweiten Stopp unseres Marathons. Taschentücher, Packung. Wächte mit. Rein damit. Und ist noch was. Oh, ist es nicht schön. Mein erster dieses Jahr. Ganz schüchtern und verhalten. Da ist er. Der Fliegenpilz. So, hier hat es auch wieder irgendein Düngesack zerfetzt oder so. Direkt in der Futterraufe vom Wild. Auch wieder so ein Punkt, wo ich mir denke. Ja, Jäger nicht so oft da, oder? Ja, merkwürdig. Also, die erste Abfalltüte an diesem Spot und die zweite auf dieser Tour kommt jetzt zum Einsatz. Was bei uns nicht so häufig ist, ist er schon, ja, steht noch ganz gut da. Ich versuche es euch mal ein bisschen besser zu zeigen und ihn abzumachen. Das müsste der Habichtspilz oder ich verwechsel die zwei immer. Ich blende es euch auf jeden Fall ein. Schön, dass ich ihn gefunden habe. Hier los. Wieso ist hier Draht am Baum? Ja. Als das mal zum Zaun gehört hat, ist der eh nicht mehr da. Deswegen zocken wir das mal. Uns auf dem Weg zum nächsten Spot. Außer ein paar anderen Pilzchen, schon drüber Pilzchen und ein bisschen Abfall gab es hier leider nichts.
hier hätte ich tatsächlich ein bisschen eher da sein müssen. Ja, so spannend ist es von Gebiet zu Gebiet, wobei das hier gar nicht weit auseinander ist, was in Sachen Timing alles so zählt. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir auch wieder ein bisschen Abfall dabei, Plastik und auch wieder irgend so einen alten Topf. Das, vielleicht mache ich das zu meinen Glücksbringern. Alte Töpfe bringen Glück. Ne? Vielleicht soll ich es einfach sammeln und nicht mehr wegschmeißen. Irgendwann gebe ich dann die Tonne Alteisen ab und werde dann so, dann werde ich halt so reich. Ne? Das Beste draus machen als immer. Was ich euch in Sachen pflanzliche Notnahrung auch empfehlen kann, ist das hier. Die hat jetzt Erntezeit, die Hagebutte. Da könnt ihr die Früchte einfach so abknicken. Ihr nehmt natürlich nur die festen, die, die schon ein bisschen nachgeben, ein bisschen matschig sind. Die lassen wir der Natur. Ich nehme da, wenn ich so einen Busch finde, immer mal gerne Hand voll und knabber die dann, wenn ich nichts habe. Das reicht mir. Wir schneiden dann einfach die beiden Enden ab, schneiden es quer auf und dann holen wir die Samen und die Härchen raus und dann ab dafür. Geschmackssache, ich finde sie sehr lecker, mir schmecken sie gut. Mein Töchterlein sind sie jetzt nicht so hold, haben so, ja, so süß-sauer. Aber lecker, probiert es selber mal aus. Wir sind angekommen am dritten Spot. Wir machen mal kurze Bilanz. Erster Spot. Zweiter Spot. Nein, umgekehrt. Zweiter Spot. Erster Spot. Zweiter Spot. Und hier ein paar Pilzchen. Jetzt heißt es natürlich jetzt wieder mal laufen, laufen, laufen. Also würde ich eine Schrittzähler-App benutzen, würde ich heute definitiv auf meine Schritte gekommen sein am Ende des Tages. Macht aber auch nichts, schadet mir auch nicht. Und jetzt gehen wir durch ein altes Pilzstückchen, was in der Vergangenheit je nach Jahr immer ganz gute Erträge gebracht hat. Vor allem Steinpilze. Damit wir durch ein neu erworbenes, da müssen wir noch ein bisschen weiter gehen, ist noch abseits. Ja, und wenn wir auf dem alten Stückchen noch was finden, dann sagen wir natürlich nicht nein. Also müssen wir erstmal gucken und laufen, laufen, laufen. Freude, Freude. Jetzt mal was anderes gefunden. Nämlich Pfifferlinge. Die sehen aber schon ein bisschen älter aus. Aber wir gucken sie uns einfach mal an. Falsches Messer. Ja, geht noch. Ist schon eine gespaltene Persönlichkeit, der gute, aber noch alles schön fest. Den nehmen wir mit. Da. Entweder war da schon jemand oder die sind einfach über die Ordnung, aber da ist auch. Na, wir machen erstmal nach der Reihe. So, der sieht auch fein aus. Schön fest. Ab ins Körbchen. Was ist mit euch zwei da? Noch ein Pärchen. Jo, sieht gut aus, kann man mitnehmen. Bei Pfifferlingen empfehle ich euch, dass ihr die nähere Umgebung auch immer gleich ein bisschen absucht. Die wachsen auch gern ein bisschen versteckt unter Blättern, wenn sie nicht so groß sind. Da lohnt sich schon, dass man noch mal ein bisschen, sagen wir so, im Radius von 2 Metern mal ein bisschen guckt, ob da nicht noch mehr von den Kameraden am Start sind. Sieht jetzt in meinem Fall aber nicht so aus. Daher freuen wir uns, dass wir jetzt die dritte Pilzart
mitnehmen können und suchen weiter und hoffen auf einen Steinpilz. Ich flipp aus, Alter, ich flipp aus. Also die Pilzsammler und auch die Outdoorer und Bushcrafter, die kennen den Geruch von Wildschweinen. Ein sehr markanter Geruch und der ist mir gerade mitten in die Fresse geschlagen. Ich glaube, die sind hier, na jetzt hier nicht in der Nähe, aber zumindest im Großen und Ganzen. Der Wind kommt auch von oben ein bisschen. Wind ist übertrieben, aber das Lüftchen, das ich spüre im Nacken, es kommt von oben. Kann gut sein, dass da oben irgendwie mal Babizäuschen. Da ist ein alter Pfifferling, der ist next. Da gucken wir gleich ein bisschen mehr in der Gegend. Da sehe ich jetzt aber auch nichts. Naja, da ist einer. Da sind die Eierschwammeln wirklich dankbare Pilze, vor allem auf so einem Untergrund, den ich persönlich sehr anstrengend finde zum Absuchen. Durch ihre eigelb leuchtende Farbe sind sie sehr schön zu finden. Ja, perfekt, nehmen wir beide mit. Hier sind noch ein paar ältere. Hier. Die braucht man nicht, aber heute Pfifferlingplätze hier müsst ihr euch merken. Wenn ihr Glück habt, kommen die nämlich wieder. Jetzt muss ich da unten noch mal schauen. Ihr seht, bei Pfifferling muss man dann ein bisschen außen rum gucken. Naja, der ist schon drüber, den lassen wir stehen. Wegen so 5 mm oder 1 cm Fruchtfleisch schneide ich jetzt nicht so einen alten Pilz ab. Finde ich einen Schmarrn, so nötig haben wir es nicht. Kommen wir wieder zu dem, wenn das jetzt eine Notsituation wäre, ja, dann würde ich es mitnehmen. Definitiv. Dann wäre ich, glaube ich, auch bei der Auswahl, wenn da jetzt auch irgendwie ein bisschen Wurmbefall drin wäre, nicht sehr wählerisch. Gut durchbraten, gut erhitzen und rein in die Luke. Und da sehe ich die nächsten Schwammerl. Ja, das ist ja super. So, hier gibt es ein bisschen mehr Messerarbeit. Ist zwar jetzt noch nicht so der Wahnsinn, aber ein bisschen was geht schon. Da ist ein Mini. Den lassen wir da. Der Schürs Eierschwammerl. Da ist nächste. Naja, dann gibt es zumindest dreierlei heute. Ist auch, ich will mich nicht beschweren. Bin auch schon mit leerem Pilzkorb gegangen, wobei der Abfallkorb natürlich voller war. Wie es fast immer ist, leider. So. Der ist jetzt Daumen, nicht ganz Daumennagel groß. Den lassen wir stehen. Die kann ich alles schon ein bisschen abdecken, die Schnittstellen. Wie wisst ihr es? Und weiter im Geschehen. Da. Das wird mir vom Pilzgott gegönnt in Sachen Steinpilze. Genau. So geht's mir da. Alter, ich flippe aus. Guck's dir an. Da ein fetter. Da ein Riesenmonster gewesen und da auch noch. Meine Fresse, ey. Da war ein richtig geiler Steinpilz. Muss kurz allein sein. Nee, Schmarrn. So eine Scheiße, Alter. Das ärgert mich jetzt echt. Das hätte den Korb schon voll gemacht, die vier Dinge, die sahen, die waren richtig groß. Naja, gut. Ja, man hilft nichts. Weiter geht's. We'll be right back.
alten, vergammelten Steinpilzen hier wieder mal ein bisschen was für die Seele und für den Magen. Semmelstoppelpilzchen. Die schnappen wir uns, die noch gut sind. Der Rest ist für den Void. Kleine Kontrolle, ja, im Ansatz sieht man schon die Stoppeln. Oh, hat noch einer, da versteckt sich noch einer, ganz heimlich, guck mal wie der wächst. Und nebendran ist gleich der Mini-Bruder. Der natürlich bleiben darf. Und da der nächste. Aber den lassen wir auch da. Zu decken. So gut schlafen die Kleinen. Hier ist halt allerdings reif. Da ist auch noch einer. Also Semmelstoppelpilze feiere ich ja schon. Die sind ja abgefahren, wie die wachsen. Hier aber durch die Straße und da sind die nächsten. Man kann hier quasi schön der Straße entlang kriechen. Decken wir ein bisschen auf, der ist ja abgefahren. Ja, lassen wir aber da. Den nehmen wir mit. Und den da. Also zwei zusammengewachsen. So, kurzer Blick, da vorne geht es weiter. Ja, und erstmal das Körbchen. Wenigstens die Jungs sind treu, du. Aber weil ich sehr schön, wunderbar. So, Kontrollblick ringsrum. Ne, ich sehe nichts mehr. Sehr fein. Weiter geht's. Schaut mal, was wir da haben. Wer kennt's? Vielleicht ein bisschen schwierig zu erkennen, da es noch ein richtiges Mini ist. Dann nehmen wir das oberste mal ab, das kann dann noch nachwachsen. Einer vom Geschmack her meiner Lieblingspilze. Das ist die Krause Glucke. Sieht aus wie eine Koralle. Ist todesnervig zum Saubermachen, aber ein Genuss beim Essen. Und Genuss ist genau das richtige Wort. Es schmeckt richtig schön nussig. In einem schon schönen Sahnesößchen ist es der Bringer. Auf jeden Fall empfehlenswert mitzunehmen. Die Krause Glucke ist ein relativ dankbarer Pilz, weil er im Prinzip leicht zu finden ist, weil er immer am Fuße von Kiefern oder auch von Kiefernstämmen, also von Stümpfen wächst. Genau, daher, wenn ihr viele Kiefern bei euch habt, dann beim nächsten Bushcraften, Waldspaziergang, wie auch immer. Oh, hier ist wieder die nächste Semmelstoppelstraße. Ich quatsch kurz fertig. Der wächst immer am Fuß. Daher ist er mal relativ einfach zu finden und man kann ihn auch dann ganz gut gezielt suchen. Wachsen Spätsommer bis Herbst. Ne, genau das steht in Pilzbüchern. Soweit ich weiß, und auch da bitte immer eigenverantwortlich nachschauen, gibt es keine großartige Möglichkeit, den zu verwechseln. Schaut euch ein paar Bilder an. Gibt genug im Internet. Bestimmt auch ein paar Videos.
dazu, wo mehr ins Detail gegangen wird, wo, wie und Essen und Kochen und tralala. Und ja, daher kann man den ganz gut gezielt suchen. Kiefernwald am Boden, an den Füßen, außenrum von den Kiefern. Ich mache es immer so, dass ich zuerst, wenn ich, meistens ist der Wald eh irgendwie ein Hang, ne, also immer ganz praktisch, ich laufe erst oben lang, da kann ich immer von unten runter schauen und von oben hoch. Und dann gucke ich aber, dass ich dann hinwärts die eine Seite und rückwärts dann von unten nach oben gucke. Ne? Verstanden? Ja, genau. Daher deckst du nämlich ganz gut alles ab. Und jetzt wird wieder Senfstoppelpilze geerntet. Yeah! So, der erste Abfall. Irgendein Naschzeug-Tütchen. Naja, da hat man schon mehr, ne? Das war's mit diesem Waldstückchen. Jetzt habe ich noch ein paar Meter Feldweg vor mir und dann ab ins nächste. Da geht es jetzt noch mal richtig bergauf. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum da jetzt weniger Leute sind, weil es einfach mitten im Wald ein paar Meter noch mal hoch sind. Ich melde mich, wenn ich da bin. So, ich voll am Punkt mal da. Zeit für Cardio-Training. Und ja, da beginnt jetzt der Teil, wo vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Drückt die Daumen. Um nochmal drauf Bezug zu nehmen, bezüglich Krause Glucke und Kiefern. Falls jemand nicht weiß, wie eine Kiefer aussieht, hier ist eine Kiefer. Ihr seht, die Borke ist richtig, richtig grob. In mehreren Schichten. Keine Angst, das tut dem Baum jetzt nicht weh. Nur um zu zeigen, eine richtige Borke ist auch immer ein bisschen knorrig. Vor allem oben, die ist jetzt schon ziemlich groß, haben eher weniger Äste auf dem Weg nach oben. Die sind meistens schon abgestorben und abgefallen. Und die Nadeln, müssen wir mal gucken, ob wir ein paar Nadeln finden. Oder ich zeige es euch mal im Vergleich bei Fichten. Da ist jetzt zum Beispiel eine Fichte, die hat auch eine gröbere Borke, aber lang nicht so arg und groß fasig wie hier. Hier seht ihr Fichte. Da seht ihr Borke. Quatsch. Das ist der Kiefer. Aber ihr seht schon, aus der Entfernung allein seht ihr schon, dass die Borken, die Rindenstücke richtig groß sind. Dann bei der Kiefer ist auch noch, ihr seht, wenn ich jetzt mal oben entlang gehe, ihr seht die ganzen kleinen Ästchen rechts und links. Und da hängen auch noch ein bisschen Nadelchen, die nimmt man immer ganz gern für Kienspanersatz. Wenn man hier, ich zeig's euch nochmal hier, diese Äste zum Beispiel, die sind einfach durch Wildfraß oder durch Forstwirtschaft abgemacht worden. Wenn man das jetzt relativ nah am Stamm absägt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß. Ich würde aber einen ganzen Ast nehmen, den hier zum Beispiel, dass da sich ein bisschen Harz eingefunden hat und quasi als Kienspan nutzbar ist. Und hier seht ihr zum Beispiel die Fichte. Da sind die Nadeln alle relativ klein im Vergleich zu meinem Daumennagel, der ungefähr 1,3, 1,5 cm groß ist. Die sind alle klein und recht spitz. Und bei der Kiefer sind meines Wissens immer zwei Nadeln zusammen. Die machen immer den Twix. Genau, das nur mal so. Kleine Einfüllung. Unterschied Kiefern und Fichten zum Beispiel. Hier echt am wenigsten. Merkwürdig.
Die habe ich mir am meisten versprochen. Ihr seht es von den Bedingungen her eigentlich ganz cool. Es ist auch noch alles recht feucht. Aber nichts geht. Hier habe ich zwei kleinere matschige Steinpilze gefunden. Ja. Nix war's. Ich habe jetzt so ziemlich alles abgesucht. Lauf jetzt noch mal ein Stückchen dahinter. Und dann muss ich sagen, war's das für heute. Für Pilze versus Abfall Teil 6. Hier haben wir noch mal ein paar schöne Baumpilze. Hier über das Stadium. Kann man Regenwasser aufsammeln. Guckt euch an. Guckt euch an, so schön wär's gewasst. Da. Ja. Ja, das nächste Mal früher. Hier haben wir einen Schöpfhindling, einen älteren. Mich wundert es, dass der alleine da steht. Vielleicht sind die restlichen auch schon geerntet worden. Das sind die Pilze, die, wenn sie älter sind, von unten her, da sieht man es auch schon ein bisschen, schwarz werden und dann so richtig schwarzgammelig werden wie Tinte. Daher Schöpftintling. Ich bin mir jetzt unsicher, ob sie damals auch irgendwie so Schreibtinte mitunter gewonnen haben. Solange der noch weiß, fest und jung ist, mögen den sehr viele gerne zum Beispiel mit Zwiebeln und Eier angebraten. Soweit ich weiß, muss man da, wenn man diesen Pilz isst, mit dem Konsum von Alkohol aufpassen, weil da sich gewisse Inhaltsstoffe von dem Pilz mit dem Alkohol nicht vertragen. Ja, also daher das Bierchen zur Schöpftintling oder Schöpftintling, ich glaube Schöpftintling, bringe ich mir durcheinander. Ich mag ihn nicht wirklich, ich sammle ihn auch nicht. Ist einfach nicht mein Ding. Daher mehr für euch. Hier sehen wir zum Beispiel zufällig noch die Reste von so einem Kollegen. Der Hut fault dann von unten nach oben ab, färbt sich so schwarz wie Tinte. Jetzt müssen wir auf Runderweg doch noch mal kurz in den Wald reinstechen, weil da leuchtet was. Eigelbes daraus aus dem Wald. Na, das sieht doch ganz gut aus. So, schauen wir uns mal an. Jawohl, schaut gut aus. Das sind mehrere. Und die Kleine lassen wir da. Da ist noch einer, der steht am besten im Saft. Jawohl. Sehr schön. Der andere lassen wir stehen. Richtig gesehen. Aber ich führe euch mal außen herum. Da. Noch ein bisschen Wegzehrung. Jetzt zwei
rein ins Körbchen. Den lassen wir stehen, der ist schon, ja, brauchen wir nicht. Aber der geht mit. Das ist nämlich ein Pfifferling. Die Kleinen können bleiben. Ja, so gefällt mir das. Ja, ja, da sehe ich jetzt nichts mehr. Und der eigentliche Grund ist, oh, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Bergziege spielen. Jetzt da durchkämpfen, damit ich euch zeigen kann, was mich frohlocken lässt. Nämlich das hier. Upp, upp. So, das ist mal eine andere Größe. Müssen wir mal befreien hier von der Flora. Krause Glucke. Große Schwester. Kleine Schwester. Oder Bruder. So. Können wir ein bisschen ins Detail gehen, da seht ihr mal, warum ich mir manchmal überlege, ob ich den überhaupt mitnehme. Weil aufwendig beim Putzen des Todes. Schwör. Hier die Kleine. Ich nehme jetzt auch nur die Kleine mit. Die soll mir dann reichen für heute. Die Schnecke ein bisschen weiterziehen. Ein Haufen geht hier da drin immer. Jo, soll mir reichen. Ich habe eigentlich genug. Mit so einer Vielfalt habe ich jetzt nicht gerechnet. Und da darf sich jemand anders drüber freuen. Wir sind ja nicht so, ne? Yippie, das war doch jetzt mal fein. Dann laufe ich jetzt aber auch glatt nochmal oben entlang. Vielleicht geht ja noch was anderes. Hier nochmal zum Abschluss die in Anführungszeichen etwas traurige Ausbeute. Ich meine, das ist auch ein großes Körbchen, aber das war auch schon mal halb voll. Dafür, dass wir heute bei 4 Stellen waren, ist das schon mau. Wir haben aber 1, 2, 3, 4 Pilzsorten. Was ich schon mal ganz cool finde, da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Ich habe nämlich ganz schön Kohldampf nach den jetzt mittlerweile 5,5 Stunden, die ich unterwegs war mit euch im Wald. Ja, das Gegenfazit heute auch wieder leider für den Abfall. 2 volle Tüten Abfall. War schon mehr, war schon weniger. Das war's diesmal auch wieder von mir. Geht raus, habt Spaß. Euer Dreamer von Dreamer Bushcraft. Ciao.